go beautiful in its simplicity. Bring out the glasses. Breathe it in slowly. Feel the heat burning. Dust it off, shake it out. We came for the power. Maybe now. Berlin fan 4. Now Modest, that's what the crowd wanted. The Köln fans are looking at Anthony Modest, one of their favourite strikers of the last 10 years, but he's back now. Took a touch on that, the follow-up is in. Kind scores with his head. It doesn't happen very often, but when it does, the crowd in the Rhein-Energie-Stadion go mad. Now Schmitz gets it back. Oh, that's a lovely goal. Kind scores his second of the game. This time with his foot. Just Köln all over. Difficult job now for Köln. Away from home. Two goals down. Modest. Bang! 2-1. What a thunderbolt heading. What a reply from Köln. This is a new Köln we're seeing this season. There's another ball. There's another goal. It's Marc Uth. What a comeback from Köln. Marc Uth scores again against Bayern. Köln are forward in numbers again. They're outnumbering the Bochum players. This time, Louis Schaub. The drums and piccolos can play for the Carnival City sides. Sebastian Anderson coming back from injury this campaign, and he has his first Bundesliga goal of the season. Oh, it goes all the way through. Chihos was one of those at the back post. Skiri might also be claiming this as well. But Köln have got the lead for the first time. Not the best clearance. Oh, but Köln have got a little bit fortunate here, and now they will counter-attack. Help needed for Schaub, he's got it. Skiri, goal, Köln win the game. Ilya Skiri seals it. Much better stuff again from Köln. Tony's waiting at the back. That'll be 2-1. Anthony Modest, doing what he does best, being the target man. Throw. And that's a header from Anthony Modest, and Köln have the equaliser, and the glasses are out and on. A 50th Bundesliga goal for Köln. Let's just wait for Kainz. He's fancied his luck there. The follow-up folded in by Anthony Modest. That's what the crowd came here to see. Anthony Modest with a goal. Thanks.
delivers. Header. Oh, beautiful stuff from Anthony Modeste. That is perfection. That's how you score headed goals. But that was fantastic. A real striker's goal of the highest quality. He's already in the booking. And here is Sally Yes-Chan. The equaliser right at the start of the second half for Köln. A goal beautiful in its simplicity. Köln provide something now. Duda was there. Now, Ljubicic into the corner. A first goal in the Bundesliga for Dejan Ljubicic. What a way to get your first goal. Too crowded in there. Neuhaus. Oh, they've given that away. Markut. Köln born. Köln bred. Köln hero. Get out the way if you ain't gonna play. I ain't messing around, ain't got all day. Others have tried and they failed. When they got heat, they just bailed. Second place need not apply. Cause everybody knows, everybody loves a winner. Duda, he's got under summer. And Köln a 3-1 up. Everybody loves a winner. Everybody loves a winner. Who's the winner now? Who's the winner now? Who's the winner? Who's the winner now? Who's the winner now? Who? And brilliantly put away by Sally Yes-Chan. Who's the winner now? Who's the winner now? Who? Everybody loves a winner. And they have Anthony Modeste makes the glasses sign. Four games without a goal comes to an end. Oh, they've got a chance to make it two, and that's exactly what they've done. Mark Oot gets his stomach in the right place at the right time. Schindler's ball. Anthony Modeste. Kingsley Schindler. Centre ball, Modeste. Oh, it had to be Modeste. Happy Christmas, Köln. A present from the big Frenchman. Puts them in front with 2 minutes to play with a classic Modeste header. This is the stuff that dreams are made of. Fairy tales and tall stories to be told around campfires late at night. Thomas, what a goal. And they worked hard for it. They're pressing in the 89th minute of the game, and I can't believe what this man is capable of. Like, first of all, good player by Hector, switching the point of attack again. But look at Modeste, it's almost like he's running away from goal. It's crazy. He's gone slightly backwards and he's able to generate that amount of power. Unbelievable. Wenn jetzt die letzten Wochen und Monate betrachtet, war das auch ja, vom Team her eigentlich eine gute Hinrunde, sage ich mal. Wir haben jetzt 2 Spiele noch. Oder soll ich das nicht sagen? Nee, das brauchst du nicht sagen, weil das schneiden wir auch sonst raus. Du kannst das ruhig einfach so antworten, wie du antwortest. Wir gucken schon, wir schnippeln uns das zurecht. Das ist völlig in Ordnung. Ja, wie gesagt, also ich fand, war eine ordentliche Hinrunde. Hab versucht, mein Bestes zu geben in allen Spielen, sowohl kämpferisch, aber auch spielerisch. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen und ja, in der Rückrunde weiter angreifen. Ich bin ja jemand, der auch gerne zufrieden sein möchte. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden mit dem, wie gearbeitet wird. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Umgang innerhalb des Vereins, um den Verein rum. Ich kann ja auch mal was Positives sagen. Ich finde auch in diesen 5-6 Monaten die Zusammenarbeit mit der Presse, und zwar mit jeglichen Jungs, egal ob es Bild ist oder Express ist oder Stadtanzeiger. Ich gehe davon aus, dass ich den einen oder anderen vergessen habe, ob es Radio Köln ist. Also ich finde insgesamt alles eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, eine positive Zusammenarbeit. Die Jungs gehen den Weg, die marschieren. Der Verein, finde ich, steht gut da. Auch das, was das Bild nach außen angibt. Ja, der Verein, und das bin ich auch froh, dass der Verein das gemacht hat, hat sich für ganz klar für 2G ausgesprochen. Ja, ich bin mir relativ sicher, jetzt immer zu hören, dass das Thema ist jetzt, 2G. Das heißt, man läuft uns hinterher und nicht umgekehrt. Ja.
dafür, wo wir für kritisiert wurden noch am Anfang, laufen jetzt alle eigentlich in die gleiche Richtung. Wir haben eine 100%ige Impfquote. Ja, wir sind froh darüber, dass wir auch einen Beitrag dazu leisten konnten, dann dementsprechend auch darauf aufmerksam zu machen. Ja, wir haben bewiesen, dass wir das Stadion mit 50.000 Leuten vollkriegen, ohne dass irgendjemand danach krank wird oder mit Covid angesteckt wurde. Also dass auch das Hygienekonzept von dem Verein funktioniert. Ich finde, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, eine gute Weiterentwicklung zu machen, trotz der schwierigen Situation. Und für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich alles erfüllt, auch vom Gedanken her, wie die Arbeit ist, wie die Arbeit mit den Jungs ist, wie die Arbeit im Staff ist, auch in der Zusammenarbeit zu 100%. Und ich wünsche mir einfach nur, dass wir weiter so positiv nicht nur denken, sondern auch weiter so positiv arbeiten. Für dich persönlich jetzt zwei Startelf-Einsätze, dann nochmal zum Schluss. Wie würdest du jetzt für dich persönlich und für die Mannschaft die ganze Hinrunde bewerten? Ja, für mich persönlich stimmt der Trend jetzt, ich sag mal, mit den letzten beiden Spielen. Ich hoffe, dass ich da im neuen Jahr dran anknüpfen kann. Und ich glaube, auch als Mannschaft stimmt die Richtung. Ich glaube, wir haben aus den letzten 5 Spielen 10 Punkte geholt. Korrigiert mich, meine 10 Punkte. Darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen und der Trend geht auch in die richtige Richtung. Und ich glaube, wenn uns einer gesagt hätte, dass wir 25 Punkte zur Halbserie haben, dann hätte das jeder unterschrieben im Sommer und hätte auch uns vielleicht nicht jeder zugetraut. Super, wie sehr hat dieses letzte Tor dann auch nochmal jetzt einen positiven Einfluss auf deine Weihnachtstage? Ja, ich glaube, es sind dadurch ein paar mehr geworden. So wie ich es verstanden habe, fangen wir erst im Januar wieder an. Haben 1-2 Tage mehr, dafür 1-2 Läufe zu Hause mehr. Ja, das natürlich geht man auch mit dem Grinsen hier heute aus dem Stadion. Und was machst du jetzt die Weihnachtstage? Mich aufs Sofa legen, ein paar Geschenke auspacken, vielleicht einen Wein trinken, das Komplettprogramm. Was wünschst du dir denn zu Weihnachten, mal aus sportlicher Sicht für die Rückrunde? Wenn wir noch so eine Rückrunde wie die Hinrunde spielen könnten, wäre ich durchaus zufrieden. Super, danke Timo. Wohlverdienten Urlaub. Macht, wird das Spiel gewinnen. Jetzt sind es tatsächlich 25 Punkte zum Abschluss der Hinrunde. Sind damit alle Erwartungen übertroffen? Übertroffen weiß ich nicht. Es hat sich ja auch in der Hinrunde immer wieder gezeigt, dass wir auch Spiele gewinnen können. Wir haben jetzt das erste Mal 2 Spiele am Stück gewonnen und haben dadurch natürlich jetzt nochmal durch die beiden letzten Spiele mit den 6 Punkten einen riesen Sprung gemacht, logischerweise auch punktemäßig. Aber es war schon abzusehen, dass wir in der Lage sind, zu punkten, Spiele zu gewinnen. Ob es dann am Ende 25 oder 23 werden oder wie auch immer, das ist halt so, aber die nehmen wir natürlich gerne mit. Ist jetzt ein schöner Puffer nach unten und ergibt dann auch eine schöne Weihnachtszeit. Man geht ja in so eine Saison immer mit einem speziellen individuellen Gefühl. Hättest du gedacht, dass für dich persönlich und auch für den Verein dann am Ende mit 25 Punkten jetzt nach der Hinrunde so gut läuft? Nee, also um ehrlich zu sein, nicht. Also weder für mich noch für die Mannschaft oder den Verein einfach. Wir wissen, wo wir herkommen und ja, es war einfach, jeder Punkt war hart erkämpft. Wir haben auch gar nichts geschenkt bekommen, hatten auch, sage ich jetzt mal, nicht Glück oder irgendwas. Es war einfach, glaube ich, auch verdient und diese Punkteanzahl waren eben verdient und ja, das macht uns umso stolzer und umso glücklicher. Wie sehr hat heute das Ergebnis jetzt nochmal geholfen, dass dir die Läufe jetzt im Urlaub, in Anführungszeichen ist ja nur kurz, dann leichter fallen? Ja, ich glaube, jeder freut sich dann auch wieder auf die Rückrunde, aber wie du sagst, erstmal ist jetzt durchschnaufen, Zeit mit der Familie genießen und dann die Läufe daheim machen und das schafft jeder ganz gut. Kommen die Schneebälle, die du wirfst, ähnlich gut wie deine Flanken? Ja, zum Glück sagst du nicht Einwürfe, weil da muss ich noch dran arbeiten. Ich schau mal, ob in München dann Schnee liegt. Sehr gut, danke dir, Benno. YouTuber, das wäre doch mal ein Traumberuf. Dafür brauchen wir mehr Abonnement. Don't forget to subscribe. Wow! 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 Super. Sehr gut!